Sternzeit 6105,55. Logbuch Präsident der VNE Yoshi Tanaka. Die Amtszeit der Sindi ist vorüber. Ich muss sagen, ich bin nicht böse drum. Die Föderation steht für Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Und die Sindi wollen einen Krieg gegen die ENA starten? Krieg gegen eine Nation, welche ohnehin schon gebeutelt ist und sich einer ständigen Bedrohung gegen die Free Jaffa Nation sieht? Das kann man nicht verantworten. Ich muss sagen, dass ich mit dem Gedanken spiele, einen Antrag in der Föderation in die Wege zu leiten, um die Sindhi für solch ein Vorgehen zu rügen. Dies kann innerhalb der Föderation jedenfalls nicht spurlos an ihnen vorübergehen. Und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Stellaris. Ja, Leute, in der letzten Folge haben wir es mitbekommen, die ENA haben einen Versuch gestartet, die Sindhi haben einen Versuch gestartet, gegen die ENA in den Krieg ziehen zu dürfen. Sie haben eine Abstimmung innerhalb der Föderation gestartet und ja, wir haben uns relativ schnell dagegen entschieden, denn ja, das hat der Präsident gerade eben in seinem Logbucheintrag auch so schon erwähnt und richtig erkannt. Die ENA sind ein gebeuteltes Volk, eine gebeutelte Nation, welche sowieso schon so viel Probleme an ihren Grenzen hat mit der Free Jaffa Nation. Eine Kriegserklärung der Föderation käme einem absoluten Desaster gleich. Dann würden wir alle unsere Werte verraten und ja, dass die Sindhi das überhaupt versuchen, lässt tief blicken, unter was für einer Präsidentschaft sie momentan regiert werden. Wir werden uns das jetzt auch mal kurz anschauen. Die Sindhi, Diplomatie. Autoritär, xenophil, militaristisch, Bergbaugilden, Funktionalarchitektur, Kriegerkultur. Ja, okay. Also kulturell gesehen macht das vielleicht schon Sinn. Der Herrscher ist ein Reformer und belastbar. Ja, wenn er ein Reformer ist, dann sollte er vielleicht mal darüber nachdenken, dass dies so nicht gut gehen kann. Gucken, können wir irgendetwas machen? Beziehungen verschlechtern? Na, das wollen wir jetzt nicht unbedingt. Kann man innerhalb der Föderation vielleicht noch ein Gesetz verabschieden, was hier, ja, einer Rüge für die Sindhi gleich käme? Stimmgewicht leicht diplomatisch. Okay, das ist auch interessant, das werden wir aber nicht machen. Einstimmig, Mitglieder einladen, einstimmig, Mitglieder rauswerfen, Mehrheitsbeschluss, freie Migration, separate Verträge erlaubt. Leider nicht. Ich hätte mir jetzt vielleicht sowas vorgestellt, wie dass man Sanktionen verhängt innerhalb der Föderation einer Nation oder irgendwie sowas, aber das ist leider nicht möglich. Das wäre wirklich sehr interessant. Ja, wir stellen uns jetzt einfach rollenspieltechnisch einfach mal vor, dass die Föderation bzw. die Vereinten Nationen der Erde jetzt erst einmal die diplomatischen Beziehungen zu den Sindhi selber, nicht innerhalb der Föderation, aber zu den Sindhi selber jetzt erstmal verkleinert haben und möglicherweise auch geringfügige wirtschaftliche Sanktionen verhängt wurden, um ihnen einfach klarzumachen, dass wir damit nicht einverstanden sind, dass überhaupt solche Vorschläge gemacht werden. Das ist nämlich nicht der Föderationscharta entsprechend. Okay, Leute, wir schauen uns jetzt mal unsere Kolonien wieder an. Relativ fix wieder, denn die Arbeit hält sich ja doch in Grenzen. Hier auf Advertir Prime können wir nichts machen. Auf Sirius Prime könnten wir Tierwelt noch nicht. Hier ist auch nichts zu tun. Nein, hier ist auch alles wunderbar. Gut, nee, nicht ganz. Die Dienstleistungen gehen langsam ein bisschen runter. Wenn wir mal gucken, ob wir da in nächster Zeit nochmal was machen können. Dann ab nach Kodria. Ja, momentan 4 verfügbare Jobs. Wie ist denn das Wachstum hier? 4,18 und die Roboter werden ja auch weitergebaut. Ja, das ist auf jeden Fall erstmal ausreichend. Mehr brauchen wir da nicht tun.
Weil wir noch viel verfügbare Jobs haben, warten wir erstmal, bis 1, 2 besetzt sind. Hier genau dasselbe Spiel. Und hier können wir halt echt viel entfernen. Ne? Die tiefen Krater, das erforschen wir ja gerade, dass wir die entfernen können. Dadurch wird hier nochmal richtig was freigeschaltet. Aber bisher können wir da auch nichts machen. Auf der Erde bauen wir gerade. Ne, sie sind sogar schon fertig. Die Forschungskomplexe. Da haben wir unsere Forschungslabore ausgebaut. Ansonsten lässt sich hier erstmal auch nichts machen. Zwei verfügbare Jobs. Ja, besser geht's momentan nicht auf der Erde. Und auf Alpha Centauri haben wir noch sechs verfügbare Jobs. Hier lässt sich gerade auch nichts machen. Okay, gut. Wie gesagt, schneller Durchlauf durch die Kolonien. Aber da ist die Arbeit, die wir tun müssen, erstmal eher gering. Okay, Leute, dann machen wir mal weiter. Wir werden jetzt mal gucken, wie weit das hier bei Habrak noch, oder wie lange das hier auf Habrak noch dauert. Hier auf Habrak 7 müsste jetzt eventuell nochmal eine Anomalie kommen. Aber bisher noch nicht. Und wir haben einen Gefallen gegen die Gnolem Leech erhalten. Oh Leute, schaut euch das mal an. Das ist ja auch interessant, ne? Die Gnolem Leech hat in ihrer Reichshauptstadt einen Goa'uld Gouverneur ernannt. Das ist interessant. Das finde ich gut. Das zeigt auf jeden Fall, wie multikulturell die Föderation ist und dass wir uns untereinander verstehen. Nur, dass die Gnolem natürlich noch nicht zur Föderation gehören. Aber trotzdem würden sie echt gut reinpassen, ne? Sie haben ja den Assoziationsstatus und ich sag mal, sind kein offizielles Mitglied der Föderation, aber sie gehören schon in gewisser Art und Weise dazu. Deswegen sagte ich das eben. Oh, nee, das will ich nicht. Ich möchte nochmal gucken. Ach genau, sie sind momentan im Krieg gegen ihre Abkömmlinge, die ja hier ihre Unabhängigkeit erklärt haben. Deswegen kann man das momentan leider nicht versuchen. So, hier die USS Jordan ist auf dem Weg nach Turbik, um das dort in Anspruch zu nehmen. Was haben wir hier? Oh, da ist der Wissenschaftler gestorben, Leute. Wer war das? Thymaphon mit 92 Jahren. Schade, er war sehr begabt. Schauen wir mal. Wir haben keinen Physiker mehr. Aber hier, Ting Shen, eine Feldmanipulationswissenschaftlerin. Die werden wir dafür mal anstellen. Einstellen. 12 Monate dauert das Ganze noch. Okay. Und tatsächlich, Leute, schaut mal. Dieses Mal haben wir auf Habrak 7 keine Anomalie gefunden. Schon interessant, wie da so die Unterschiede sind. So, und das ist jetzt hier der vorletzte Planet. Danach können wir hier mit dem Bau unserer Station beginnen. Bleiben wir mal kurz hier. Vielleicht finden wir ja noch was Interessantes. Nee, auf Habrak 5 nicht. Und wie sieht es mit Habrak 5 Alpha aus? Forschung geht ja relativ fix, deswegen warten wir jetzt einfach mal ganz kurz hier. So, 90. System survey concluded. Okay, leider nichts Interessantes mehr gefunden. Wir beanspruchen dieses System trotzdem. Und dann kann die USS Darwin eigentlich zurück zur Erde. So, okay. Erste Raumflotte ist nun bei Kodria angekommen und kann nun auch geupgradet werden. Das machen wir natürlich. Und hier sind sie jetzt angekommen auf Tubik. Da werden uns nochmal Mineral- und Energiecredits erwarten. Und die Sindi und die Breen sind jetzt Rivalen. Oha. Oha. Ressourcenspeicher ist schon wieder voll. Und die Gnolem und die Sindhi haben jetzt ein Migrationsabkommen. Sehr schön. Das freut mich wirklich ungemein, dass die sich annähern. Ich hoffe, das wird auch weiterhin so bleiben. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass wir sie momentan nicht einladen können.
Und was ich aber noch mal schauen möchte, ist, können wir innerhalb der Föderation noch Verträge abschließen? Nee, mit dem Commonwealth nicht. Mit den Sindhi haben wir echt wenig Verträge, ne? Aber die wollen sonst auch gerade nichts mit uns machen. Schade. Und die Kor'ult? Nee, das geht auch nicht. Okay. Wie schaut's denn aus mit unserer Kohäsion? Das läuft momentan wunderbar. Wir gehen momentan auf Stufe 4 zu. Was ist das denn eigentlich? Zeitkritisches Bergbaumandat. Bergbaustation bauen. Ja, das müssen wir noch 3 Stück machen. Wollen wir das vielleicht einfach mal in die Wege leiten, damit unser Präsident sein Versprechen erfüllt hat? Wie lange dauert das mit den Kratern noch? 4 Monate. Dann könnten wir. Na, hier können wir nämlich nichts bauen. Dann könnten wir hier auf Südir nämlich schon einige Bergbaustationen noch bauen, denke ich. Vorher können wir das gar nicht umsetzen. So, hier auf Habrak ist die Station gleich fertig. Und das Haus X hat die Grenzen geschlossen. Ja, sie haben ja auch immer noch die Ansprüche auf verschiedenste unserer Construction Systeme. completed. Mal gucken, ob sie. Ja, sie kapseln sich immer weiter ab. Ne? Jetzt haben sie sogar die Grenzen geschlossen. Das ist eigentlich Wahnsinn. Und man versteht einfach nicht, warum sie das tun. Zumindest nicht so hundertprozentig. Sie haben ja die Kriege verloren und hatten auch Krieg gegen das Commonwealth damals. Vielleicht, weil das Commonwealth jetzt in der Föderation ist, dass sie da jetzt wirklich Sorgen haben. Sie sind ja auch quasi fast von uns eingeschlossen, ne? Construction completed. Eigentlich wäre das Haus X ein guter Kandidat für die Föderation, weil sie sowieso mehr oder weniger innerhalb von uns eingeschlossen sind. So, genau, hier haben wir jetzt auch die Station gebaut. Dann können wir auch hier die Credits abbauen und die Mineralien. Wunderbar. Die Reichsausbreitung lässt das auch alles noch wunderbar zu. Da brauchen wir uns gar keine Gedanken Research machen. concluded. Eine weitere Forschung des Zivilunternehmen. Und da werden wir definitiv gleich mal auf, weiß nicht, wo bietet sich das an? Kodria, Sydir, das sind so die Hauptkandidaten, wo ich das eigentlich sehe. Und guck mal, die kosten seltene Kristalle. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Da haben wir ein +6 im Monat. Das heißt, wir könnten uns da tatsächlich 2 Unternehmen leisten. Ja, schauen wir uns gleich mal an. Zuerst werden wir eine neue Forschung. Die Railgun. Ich glaube, die hatten wir das letzte Mal auch erforscht, ne? Ist auch die günstigste Forschung. Wetterkontrollsysteme. Stadtdistrikt Wohnungen +1. Da haben wir momentan nicht so die Probleme. Baugeschwindigkeitszerstörer sehe ich jetzt auch nicht so. Sternfestung. Ja, wir nehmen mal die Railguns, Leute. So, wie schaut's aus hier? Na, das dauert noch. Alles klar. Gut, dann können wir eigentlich auch mal. Die werden gerade noch geupgradet. Knowledge is the key to the Ja. Oh, da universe. haben wir schon die nächste Forschung. Ah, sehr schön. Die tiefen Krater, Leute. Wählen wir schnell mal eine neue Forschung aus. Oh, was haben wir denn hier? Ressortwelten. Neue Entscheidung: Ressortwelt ausrufen. Okay, das hört sich ja interessant an. Diese Welt ist als friedliche Ferienwelt angelegt und zieht Touristen und Besucher aus der Ferne an. Um die natürliche Schönheit des Planeten zu erhalten, ist die Konstruktion an der Oberfläche stark eingeschränkt. Ja,
Der Modifikator Ressortwelt mit den folgenden Effekten wird hinzugefügt. Dienstleistungen plus 15%. Anziehung von Migration plus 15%. Bewohnbarkeit plus 100%. Und ein Büroangestellter pro zwei Bewohner. Das ist interessant. Aber haben wir denn, das möchte ich jetzt mal kurz gucken, haben wir denn eine Welt, ne, Roshan sowieso nicht, haben wir denn eine Welt, die dafür prädestiniert wäre? Naja, also Cydia Prime. Prächtige Oase, tropische Inseln. Ich weiß ja nicht. Kodria ist ja circa dasselbe. Sirius. Eine kontinentale Welt. Scheint auch nicht ganz so spektakulär zu sein. Advatir. Grüne Hügel. Üppige Dschungel. Stürmische Berge. Rauschende Wasserfälle und heiße Quellen. Oh ja, das ist natürlich... Da muss man tatsächlich sagen, das ist ja schon irgendwie... Also Advatir wird sich dafür tatsächlich anbieten. Ich weiß nicht, wollen wir das erforschen? 8000 Punkte ist selten. Erhalt Kriegsmüdigkeit minus 10. Genmanipulation fällt für die Menschen sowieso weg. Das Thema hatten wir schon mal. Stichwort eugenische Kriege. Synthetische Gedankenmuster, Ressourcen von Jobs plus 5. Oh, das ist aber auch sehr schön, Leute. Ich weiß nicht, ich sehe jetzt gerade den Sinn in dieser Technologie noch nicht so zu 100%. Wir nehmen mal das synthetische Gedankenmuster, weil das bringt auf jeden Fall deutlich was. Plus 5% bei allen Ressourcen von jedem Job, das ist ordentlich. Das nehmen wir. Wie lange dauert die Forschung? 47 Monate. Das ist Staatskunst. Leute, da haben wir doch jemanden. Da haben wir doch jemanden, der das gut kann. Nämlich Abdullah. Der hat das ja bekommen in der letzten Folge. Den tauschen wir mal. Und dann dauert das Ganze noch 43 Monate. Okay. Naja. Genau, dann wollten wir noch... Na, das machen wir jetzt, bevor wir uns darum kümmern. Sonst vergesse ich es wieder. Auf Cydia mal angucken. Ach, hier. Zivilindustrie wird zu einem Zivilunternehmen. Da kommen zwei zusätzliche Jobs hinzu. Ein Mineral wird mehr verbraucht. Also sind wir... Hä, Moment. So im Vergleich ist das gar nicht mal so viel besser, oder? Hä? Es kommen... Das wird ja immer addiert, oder? Würde ich jetzt sagen. Ich würde schon sagen, dass das verdoppelt wird, dann der Output. Dann hätten wir nicht nur 16 Konsumgüter, sondern 32. Ja, wir haben aber auch gerade noch 4 Jobs. Ich glaube, das lassen wir erstmal. Das werden wir auf jeden Fall bauen. Jetzt gerade in diesem Moment aber noch nicht. Wie sieht das denn auf Kodria aus? Hier haben wir noch 3. Hier haben wir 3 Jobs übrig. Ja, hier ist gerade ein Pop dazu bekommen. Da könnte man das noch eher machen. Nee, Leute, wir warten mal noch einen Moment.
Wir warten noch einen kleinen Moment. So eilig haben wir es ja nicht. Die Konsumgüter, das sieht gerade ganz gut aus. Und, oh, was haben wir jetzt hier? USS Mississippi hat was abgeschlossen. Energiecredits. Und dann werden wir hier die Bergbaustation auf Habrak 1 bauen für 6 weitere Mineralien. Und die Gnolem United Planets sind tatsächlich der galaktischen Gemeinschaft beigetreten. Interessant. Ja. Herzlich willkommen. Wobei ich nicht glaube, dass es die noch allzu lange geben wird, weil sie ja, wie gesagt, gerade im Krieg sind gegen die Gnolem Leech. Hier ist übrigens noch ein Forschungsschiff von uns, Leute. Damit könnten wir mal zum Beispiel hier noch diese Welt erforschen. Ship upgrades applied. So, die erste Raumflotte wurde jetzt auch abgegradet. Wunderbar. Die können wir ruhig hier auf Kodria stationiert lassen. Das macht nichts. Und was ich mir da gerade überlege, da könnten wir... Completed. Wäre wahrscheinlich sowieso sinnvoll, hier die Sternbasis nochmal aufzuwerten. Und dann bauen wir hier noch einen Ankerplatz, der dann die Kosten der anliegenden Schiffe halbiert, war es, glaube ich. Und hier auf Turbik haben wir jetzt auch die Bergbaustation für die Energiecredits. Und dann fliegen wir noch zu dem Asteroiden. Yoshi Tanaka, der Präsident der Erde, ist auf Stufe 6 aufgestiegen. Sehr schön. Die sind noch aktiv, die werden jetzt auch bald auslaufen. Knowledge is the key to the universe. Und wir haben eine neue Senatssitzung, Leute, für die kollektive Abfallwirtschaft. Diplomatische Bedeutung von Wirtschaft plus 40, Ressourcenproduktion Arbeiter plus 5, Legierung aus Jobs plus 5, Mineralien von Jobs plus 10. Das ist ja Wahnsinn. Das unterstützen wir, definitiv. Und wir haben den Antimaterie-Reaktor. Sehr schön. Da können wir die Schiffe gleich mal upgraden. Und wir könnten hier gleich den Nullpunkt-Reaktor erforschen. Mhm. Physikforschung, Produktion von Handwerker, Marktanalyse-Algorithmen, Produktion Konsumgüter von Handwerkern plus 10%. Leute, das ist ja Wahnsinn. Und dann ist das auch noch so eine günstige Forschung. 4000 Punkte kostet die nur. Das ist ja Wahnsinn. Für einen Informatiker. Ja gut, Algorithmen. Leute, das nehmen wir. Wir haben gerade einen neuen Reaktor entwickelt. Den müssen wir erstmal upgraden und in die Schiffe einbauen. Wir werden das hier machen. Das dauert auch nur 11 Monate. Haben wir einen Informatiker? Nein. Wir können auch keinen anstellen. Leider. Sehr schön. Dann schauen wir mal in den Schiffsdesigner. Gepard 2B. Upgraded. Damit haben wir jetzt auch die Leistung verbessert. Und können dementsprechend, gut, hier jetzt nicht unbedingt, ne, hier ist alles, wie es sein soll. Obwohl, wir müssen den Gefechtscomputer Schwarm auch nochmal upgraden. Seht ihr? Hier, das können wir nämlich auch noch machen. Und dann ist das die Gepard 2C. Die speichern wir dann mal. Hat er jetzt nicht übernommen, oder? Schiffsdesigner, Gepard. Ne, hat er jetzt irgendwie nicht übernommen. Dann machen wir das nochmal. So. So. Und Gepard 2C. Ach, da ist sie. Ja, hat er. Dann können wir die 2B löschen. Wunderbar. Dann gucken wir mal bei der Kasakov.
Da können wir auch den neuen Reaktor einbauen, aber die hatte noch genug Leistung. Wir können aber auch hier den Schwarmcomputer upgraden. Und hier. Den verbesserten Verstärker brauchen wir nicht. Hier können wir tatsächlich was anderes nehmen. Trefferchance erhöhen, Ausweichen, Unterlichtgeschwindigkeit, tägliche Regeneration, Hülle und Panzerung plus 1. Ausweichen. Ja, die Kasakow sollte ja eigentlich ein kleines, wendiges Schiff sein. Deswegen bauen wir da mal den Nachbrenner ein. Die Waffen passen so. Und die ist dann auch die 2C. So, dann können wir hier die Kasakow 2B löschen. So, gehen wir mal zum Zar. Da haben wir den fortschrittlichen Computer. Das hat er schon selber eingebaut. Das ist auch fortschrittlich. Müssen wir mal gucken. Trefferchance, Feuerrate. Feuerrate, Waffenreichweite. Zielgenauigkeit, Feuerrate. So, das ist ja ein Zerstörer, der auf ja doch schon kurze bis mittlere Distanz kämpfen sollte. Naja, eher mittlere Distanz. Artillerietaktik, Linientaktik. Ja, das Schiff bleibt auf mittlerer Distanz und hält die Formation. Das ist okay, das nehmen wir. War ja auch vorher schon drin. Und auch hier können wir den Nachbrenner rausnehmen. Die zusätzliche Leistung brauchen wir nicht. Wir werden hier die Feuerkontrolle mit einbauen dann. Die Hilfsfeuerkontrolle, die Trefferchance plus 5 erhöht nochmal. So, und das ist dann die B2. Können wir ja richtig hier unsere Schiffe pushen. So, und jetzt haben wir hier auch nochmal unsere Kreuzer. Die hatten ja das letzte Mal so ein Energieproblem. Der ist schon eingebaut. Die sollen Linientaktik, Vorpostentaktik, Artillerietaktik. Die könnten auch die Trägertaktik machen. Kampfbeitrittsreichweite Schiffe plus 50. Das Schiff bleibt auf extremer Distanz und feuert seine Langstreckenwaffen auf das Ziel ab. Reichweite 80, Distanz 150. Ja, das ist natürlich doof, weil die Waffen, die wir hier haben, nicht so weit reichen. Haben wir denn überhaupt Waffen, die so weit reichen? Photonenwerfer 130. Ne, nicht mal die Photonenwerfer könnten so weit. Also ist die Trägertaktik schon mal Quatsch für uns. Feuerrate, Waffenreichweite. Trefferchance, Feuerrate. Feuerrate, Zielgenauigkeit. Ja, wir gehen hier mal auf die Artillerietaktik. Feuerrate und Waffenreichweite wird erhöht. Das ist dann bei 80, die können das. Dann müssen wir aber die mittleren Ionendisruptor austauschen, weil die haben nur eine Reichweite von 50. Jetzt müssen wir mal gucken. Das sind Mediumgeschütze. 40, 50, 75, 60, 90. Der mittlere Nulllehrestrahl, der könnte auf jeden Fall so weit schießen. Schild und Panzerung Durchschlag plus 100. Schildschaden. Panzerung. Ja, die nehmen dann die Schilde und die Panzerung runter. Der Grundschaden ist ja auch gar nicht mal so verkehrt. Dann machen wir das so. Kanonenheck. Pass mal auf, dann machen wir das aber andersrum. Hier kommt ein mittlerer rein, damit die da mehr Schaden machen. Und hier bauen wir noch einen Röntgenlaser ein. Dann ist es die De Reuter 1B. Oder nennen wir es mal A2, damit wir unserer Regel treu bleiben. Den Verstärker hier brauchen wir auch nicht. Auch hier werden wir die Trefferchance verbessern. Wunderbar.
Dann können wir hier die De Reuter A löschen. Und der Elefant, den machen wir auch noch. Der hat die Trägertaktik, was für ihn auch totaler Schwachsinn ist. 60, der müsste eigentlich auch auf die 80 runtergehen. Ich meine, das ist ja nun auch ein Kreuzer. Da können wir auch hier das mitnehmen. Dann. Ah, in groß haben die Protonenwerfer. Oh, Leute, passt mal auf. Wir nehmen mal hier als Artillerie den Protonenwerfer rein. Die machen richtig Schaden. Schaut euch das mal an. 360 bis 800 Schaden. 50% Panzerungsschadens und 75% Rumpfschaden. Die machen richtig Aua. Die nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Die hier müssen wir rausnehmen. Und die haben auch eine Reichweite von 60. Die müssen wir auch rausnehmen. Dann werden wir hier zwei von denen mit reinnehmen für die Breitseiten. Nehmen hier auch nochmal nur leere Strahl in Medium mit rein, weil die machen auch nochmal richtig schönen Schildschaden. Und am Heck. Am Heck. Oh, der hat auch eine mittlere am Heck. Das ist interessant. Reichweite 60. Ah, das sehe ich jetzt gerade erst. Die blöden Dinger haben ja nur eine Reichweite von 60. Die haben in groß. Vielleicht sollen wir dann mal überlegen, einen anderen Typen hier zu, eine andere Sektion zu nehmen. Hier haben wir einen großen. Dann machen wir es mal so. Dann nehmen wir hier ein großes Geschütz, damit die Reichweite passt. Und nehmen hier einen mittleren nur leere Strahl. Und dann nehmen wir hinten noch einen Röntgenlaser. Dann haben wir auf jeden Fall ziemlich viel Schaden hier. Dann müssen wir aber auch hier die Schilde nochmal anpassen. Nehmen wir auf jeden Fall zwei Schildsektionen. Jetzt müssen wir mal gucken. Panzerung, Rumpfstärke. Auf jeden Fall eine Panzerung. Rumpfstärke plus 275. Was hat die Rumpfstärke? 1800. So würden wir über 2000 kommen. Panzerung 645. Ja, wir erhöhen hier nochmal die Panzerung. Und dann ist das hier die Elephant A2. Das macht doch deutlich mehr Sinn als das vorherige Design. Ich weiß auch nicht, was ich mir damals dabei gedacht habe, als wir das entworfen haben. Vor allem hier mit der KI. Das ist ja schon irgendwie verrückt. Okay, löschen wir das. Und dann können wir hier die erste Raumflotte schon mal upgraden. Das wird jetzt nochmal eine Zeit dauern und ist auch mit einigen Kosten verbunden. Aber das war es, glaube ich, wert. Okay, Leute, gut. Damit befinden wir uns jetzt im Jahr 2330. Wir haben nochmal unsere Flotte, ich sag mal zumindest zu einigen Teilen, komplett umgekrempelt. Ja, das wird sich auf jeden Fall gelohnt haben. Mal gucken, ob wir das dann irgendwann in einem größeren Gefecht mal ausprobieren können. Bisher ist das ja immer, naja, die Kriege waren entweder zu kurz oder wir waren nicht wirklich involviert. Ja, aber trotzdem brauchen wir eine große Flotte, auch wenn wir sie nicht nutzen. Und vor allen Dingen dann auch eine moderne Flotte für den Fall, dass wir sie mal brauchen. Okay, Leute, das war's wieder mit diesem Zyklus mit Stellaris. Es geht nächste Woche weiter. Und ja, Leute, ich freue mich sehr darauf. Stellaris macht mir unheimlich viel Spaß momentan, auch wenn vor 2 Folgen dieser kleine Fauxpas war mit dem Speicherstand. Aber ja, das Spiel, oder sagen wir mal so, es ist ja doch irgendwie
beim zweiten Durchlauf trotzdem nochmal was ganz anderes. Andere Forschungen, teilweise andere Sachen, wie die KI vorgehen. Deswegen finde ich das gar nicht mal mehr so schlimm, auch wenn ich mich am Anfang etwas drüber geärgert habe. Aber ja, es geht ja trotzdem weiter. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Sammy. Ciao.